Wenn er das wirklich alleine alles gemacht hat, dann perfekt. So, wir wollen Deutsch. So, gleich ist das Overlay wieder. Cutter auswählen? Ah, noch ein bisschen mehr. Der Schwierigkeitsgrad wirkt sich auf die Höhe des Schadens aus, der hatte von den Gegnern. Okay. Dann normal. Tatsächlich würde er wahrscheinlich eh auf schwer spielen, aber. Gut, ja. Moment. Nein, nein, nein. Ich will nicht fortfahren. Nein, eigentlich wollte ich nicht fortfahren. Die meisten Leute glauben nicht an das Übernatürliche, aber mein Volk wusste schon immer, dass einige indianische Legenden auf der Wahrheit beruhen. Von klein auf wurde ich darauf trainiert, mit der dunklen Seite des Übernatürlichen umzugehen. Und ich habe Dinge gesehen, die sie nicht glauben würden. Die Besitzer des Kunststücks waren verzweifelt und beauftragten mich, sie zu jagen. Da Gestaltwandler in der Regel das direkte Sonnenlicht meiden, werde ich versuchen, sie in der Nacht zu jagen. Glücklicherweise verfüge ich über die entsprechende Ausbildung und Ausrüstung, um mit ihnen fertig zu werden. Vor ein paar Wochen wurden verstümmelte Leichen von Touristen in Long Wing Valley gefunden. Es gab auch Berichte, dass die einheimischen Tiere sehr aggressiv geworden sind und einige Leute sagen, sie hätten nachts seltsame Tiergebrüll gehört. Dies sind eindeutige Anzeichen für die Anwesenheit von Gestaltwandlern und diese Tiere stehen wahrscheinlich unter dem Einfluss von jenen. Okay, ich wollte aber, doch, Glocken, das ist ja schon Optionen. Genau, da würde ich nochmal reingehen. Plupp. Definitiv. Sichtfeld, machen wir doch. Und her auf 70. Genau, es wird nicht empfohlen, die Musik, da das Spiel leise Musik enthält. So, das ist klar. Okay. Fenstermodus. Fadenkreuz ausblenden, nein. Oh, das könnten wir theoretisch auch hier nochmal. Okay. Fähigkeit. Irgendwo hier wäre es bei mir gut, aber ich will einen kleinen Ticken heller machen, einfach aus dem Grund, weil die meisten Leute nicht so einen guten Monitor haben. Sagen wir, nehmen es mal da. So, fortfahren. Jedes Mal, wenn du dich verletzt, sinkt deine maximale Gesundheitswert leicht. Medikits, Heilpflanzen, Anbeter. Oh, Anbeter? Okay, Krankenwagen können deine maximale Gesundheit wiederherstellen. So, wir sind ja eigentlich zu noch gar nichts gekommen. Oh, Nachrüsten. So, maximale Gewehrmunition. Okay. Wir haben 30 Schuss. Wir haben ein Beil. Kann man das werfen? Nein. Gut. So, Bärenfalle. Oh, okay. Wir haben ein Medikit. Jägertotem. Mit dem Lagerfeuer kann man rohes Fleisch kochen und sich aufwärmen. Okay, wir haben also 3 rohe Fleisch. Jetzt schau mal her, ja. Meine Notizen. Die Karte ist wie immer cool. Ah, okay, Markierung. Nahrung. Nahrung stellt Lebenspunkt über. Oh, wir hätten endlich mal Medikits mehr oder weniger, das wir mitnehmen können. Rote Leuchtfeuer. Feuerscheuchtiere sofort zum Anzünden werfen. F drücken. EF. John Lampe ist L. Und das Jagdgewehr. Okay, nochmal. What the hell? Die Karte ist aber sehr skurril gezeichnet. Da war die andere fast schon besser, aber. Okay. Nochmal ganz kurz. Was haben wir hier? Hellseher. Du hast übersinnliche Wahrnehmung, die es dir ermöglicht, Informationen wahrzunehmen, die den normalen Sinn verborgen bleiben. Diese Fähigkeit ist sowohl ein Segen als auch ein Fluch, denn sie ermöglicht es dir, die Kräfte des Jägertotems und die Energie der Geister deiner Vorfahren zu nutzen, aber setzt sich auch den bösen Geistern aus. Adrenalinschub. Solange deine Gesundheit unterverlangt haben, sich die Zeitwahrnehmung vorübergehend, sobald du von einem Feind verletzt wirst. Finde und töte den Gestaltwandler. Okay. Gut. Mit F war Leuchtfackel. Das ganze Geräusche. So. Das ist das Totem. Menge 2, Menge 4. Zwischen die ganze Zeit wieder irgendwelches Viehzeug hier.
Wir haben 3 Ruhe Fleisch. Humble Nahrung. Okay. Und wir befinden uns hier irgendwo am Rand. Hallo. Das war die Begrüßung. Eigentlich würde ich erstmal genau in jene Richtung, was wir gehört haben. Okay, also hier können wir uns immer wieder nachmunitionieren. Aber diesmal gibt es nichts, irgendwie Perks oder sowas, was wir einschalten können. Okay. Wir haben nochmal Nahrung gefunden. Ist leer. Nehmen wir natürlich mit. Und wir haben Munition für eine Schrotflinte. Besitzen aber noch keine Schrotflinte. Also müssen wir uns hier wirklich ganz genau. Sieht irgendwas, wenn ich da drüber laufe? Nein. Okay. Knackt also nichts oder sowas. Das war dumm. Löschen. Okay. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Gut, hier haben wir einen Weg. Ja, wir können Tiere notfalls verjagen, falls wir doch mal in Ruhe. Okay, das wird uns jetzt angezeigt. Das haben wir aufgesammelt. Genau. Munition für eine doppelläufige Schrotflinte, die wir nicht haben. Dann würde ich sagen, ja, erstmal schauen, was wir hier so finden. Kandak, das ist schön. Den haben wir jetzt nicht verbrauchen, aber es ist schön, dass es uns auf der Karte sowas angezeigt wird. Also definitiv die ganze Karte wieder absuchen. So erschrecken wir mit den ersten. Zumindest wissen wir, dass wir diesmal nichts irgendwie so Übernatürliches haben. Als, ich sag jetzt mal, Standardfeinde. Nein! Da! Ja. Die Taschenlampe anmachen. Kann ich das irgendwie ändern? Moment. Die Steuerung ändern. F. Leg gerne auf L. Sag mal, ersetzen mit L. Ersetzen. So, und Taschenlampe machen wir jetzt mit F. So, Schalldämpfer ausrüsten. Oha. Platziere frischen Fleischhaufen. Nicht so, vorher war Waffe wegstecken ist H. Kompass umschalten. Wir haben keinen Kompass. So, benutzen ihr. Aktionsmenü ist Tab. Kopf ist Q. Tomahawk. Ah, die 13 auf die Schrotflinte. Ja. Gut. Dann fertig. Halt, was war das jetzt? Ich habe mein Kurzzeitgedächtnis X. X und C. Ich habe keinen Schalldämpfer. Okay. Wer hätte es erwartet? Gut. Bin schon wieder schön am Anfang sinnlos Leuchtfackeln verschwendet. Geht gut los. Frage ist, wenn wir Lichtern haben,
werden wir dann auch schneller gesehen. Sieht das noch relativ natürlich aus. Alter, du Drecksvieh, ich verstehe. Erstes Blut. Ah, der hat ordentlich Schaden gemacht. Aber gut zu wissen. Okay. Puh. Also wenn das Ding... Gut, Taschenlampe müssen wir anlassen. Weil die Taschenlampe flackert, wissen wir, er ist in der Nähe. Der hat gut getroffen. Du willst mich, oder? Wer jagt hier gerade wen? Aber komm ruhig näher. Oh, nachladen braucht seine Zeit. Gut. Oh, ihr habt das Camp hier unten gesehen, ne? Da müssen wir, glaube ich, mal hin. Aber abwarten. Mal lasse ich mich nicht so einfach von dir treffen. Aber du bist schnell. Verdammt schnell. Ich hoffe nicht wundern, wenn der. Ich bin ja schon mal froh, dass er gleich wieder abgehauen ist. Hätte uns so einfach hier runterschubsen können, wenn man tot, wäre es gewesen, Ende Gelände. Wieder so. Ne, es war eine Eule. Boah, wieder irgendein Vieh am Himmel. Oder aus dem ersten, glaube ich, übernommen. Kommst du noch mal an? Okay. Aber die Taschenlampe ist überaus hilfreich. Wir versuchen mal weiter die Map hier zu erkunden. Hier. Okay. Das Opferritual. Die Päcke nehmen wir mit. Wir haben Fleisch. Können wir in eine Falle stellen. Aber die Falle ist erst dann, wenn wir wirklich jagen. Aktuell sind wir mehr auf Erkundung als jagen. Ich würde ehrlich gesagt erstmal diesen Teil der Map aufsuchen. Was ja natürlich so schnell an uns rankam. Nicht erwartet. Lief doch gerade was, ne? Da unten. Kennst du aber echt gar nichts. Sah gerade aus, wenn da unten irgendwas. Genau da. Genau da ist ein. Das ist doch gerade eben definitiv bewegt. Das ist ein Licht. Wenn da jemand ist. Fragen ist nur noch Freund oder Feind. Und wir müssen aufpassen, ob wann er hier wieder auftaucht. Verdammt schnell. Aber mit einem Schuss können wir ihn erstmal wieder weglocken. Auch wenn wir nicht viele haben. Okay. Wild. Wenn wir das mal schießen könnten. Für Fleisch, für die Falle wahrscheinlich. Erstmal hier weiter. Der erste Schrecken ist schon mindestens erstmal weg. Der Moment hat es weggezogen. Ich fasse es nicht. Ah, Kugel verschwendet. Sehr gut gemacht. Ah, was für ein guter Schütze ich bin. Ja, wunderbar. Ah. Wenn wir die Wahrscheinlichkeit haben, dass wir mal ganz zufällig hier vorbeirennen sehen. Das ist so verdammt schnell.
Wir bleiben mal hier. Aber ja. Dem Gestein, weil einfach wir damit eine Seite haben, wo es nicht auftauchen kann. Ich sagen, wir gehen bis vor zu diesem komischen Lager und gehen dann den Weg da hinten mal zurück, um zu gucken, was hier alles noch rumgeistert. Aber ich meine, guckt euch unser Leben an. Seht ihr das? Ja, seht ihr. Das ist ja... Das war ein Schlag. Oh, wow. Okay. Anderen... Hast du es, wenn so eine Melodie hier kommt? Zu wissen, wen können wir? Alter, was? Alter! Übel, was kann der? Wir brauchen ein Medipack. Okay, ich verstehe. Warum diese Melodie jetzt so war. Erstmal Rückzug machen. Alter! Von dir und überwältigt wirst du auf eine Fackel. Schön. Er erwartet nicht, dass du den Gestaltwärter bei der ersten Begegnung tötest. Schieße weiter auf ihn und jage ihn selbst, wenn er sich zurückzieht. Die Kugel, die du auf ihn abfeuerst, bringt dich dem Sieg ein Stück näher. Alter, was? Fangen wir doch von vorne an. Ja, wir fangen wieder von vorne an. Okay. Gut. Das war der erste Eindruck. Lief echt subi. Toll, läuft, sehr schön. Gut, jetzt wissen wir grob, womit wir es zu tun haben. Irgendwelche Typis mit Kräften. Aber wir machen genau das gleiche wieder. Ja, bloß vielleicht etwas schneller. Wir wissen grob, womit wir es jetzt zu tun haben. Von der Gestaltwandler. Okay, der ist hinten abgehauen, ne? Aber der Typ, der wollte nicht abhauen. Den müssen wir wirklich von Weitem irgendwie erschießen. Gleich wieder hierher. Okay. Gut. Bei dem Gestaltwandler wäre eine Schrotflinte sinnvoller. Bei diesem komischen, ihr wisst schon, Fanatiker. Aber was hat der für Kräfte? Also als Jäger haben wir gerade echt ein bisschen versagt. Man ja gejagt durch Stadtjäger. Dass du nicht viel siehst. Kacknebel. Wir müssen ja unbedingt nachts loslegen, ne? Tagsüber erstmal irgendwie was abzusichern. Wie es normale Jäger machen würden. Also die Frage ist, dieser Fanatiker. Immer da? Ist das der, sein Revier?
mag es halt gerne, wenn die Gegner auf mich zurennen müssen, weil es keinen anderen Weg gibt. Also wir müssen die Karte halt echt ein bisschen weiter erkunden. Vielleicht war ich auch zu schnell. Überhaupt nichts. Mal gucken, wo die Map hier wirklich endet. Sehr, sehr bescheiden hier, so offenes Gelände. Wird alles sein kann. Wenn man doch schnell mal was übersehen kann. Also das Gefühl, hier wirklich alles zu nehmen, was wir kriegen können. Hier einfach nur irgendwelche Motten. Tagsüber erstmal das Ganze ein bisschen ausmachen und sich einen Plan schmieden, wenn man was jagt. Ah, das ist eine schön offene Location hier. Flugverbotszone? Okay, ja. Ich habe doch einen Erfolg, wieder mal etwas vom Himmel zu holen. Tut mir eigentlich echt leid um die Eule, weil irgendwie... Okay, wir können speichern, Jäger-Totem. Gut. Gehen wir nicht mehr hoch, oder was? Wir sollten wahrscheinlich bloß bei Höhlen aufpassen. Denn Höhlen sind meistens bewohnt. Wir haben aber keine Fähigkeit, es irgendwie zu sehen. Im ersten Teil. Okay, also die Map geht wirklich bis zu dem Rand dort. Dann also erstmal, wo das geht, hier alles absuchen. Das ist wie so ein Herzschlag. Fleisch haben wir, aber ich denke, wenn wir ein Lagerfeuer machen, weiß er ganz genau, wo wir sind. Okay, Karte bitte aktualisieren. Komm schon, Karte aktualisiert dich. Wirklich bis da rangehen. Das war Glück, dass wir in diese Richtung geschaut haben. Die Taschenlampe hatte noch nicht geflackert. Flackert wahrscheinlich wirklich erst dann, wenn es ziemlich nah dran ist. Ich
das Gefühl, er jagt auch uns. Das letzte Mal hat er sich wegen einem Mal nicht abhalten lassen. Ich weiß nicht, ob wir die mitnehmen können, aber ich vermute nicht. Weil wir haben jetzt gerade volles Leben. Auf 105 erhöht. Ich verstehe, gut, also doch sinnvoll, die zu holen. Kacke, dass er jetzt irgendwo hier unten rumgeistert. Ich hoffe, wir begegnen ihm nicht so schnell. Weil du hier gar nichts siehst. In diesen Wäldern. Mal wieder. Oh ja, warum sollen die sich auf offenem Gelände irgendwo verstecken? Macht ja auch keinen Sinn. Ich überlege bloß gerade, aus welcher Kultur er ist. Das Vieh schon mal irgendwo gesehen. Ich kann jetzt gerade nicht sagen. Woher? Nee, wie gesagt, mir. Schau mal, ob wir irgendwo. Alter, im Stein drin. Mies. Ne, da haben wir einen Hirsch. Die Frage, sollen wir nicht? Die Jägerpunkte gibt das. Machen wir das erstmal. Lass noch mal ganz kurz nachschauen. Ich hoffe, das Vieh kommt jetzt nicht an. Auf diese Schlange hier, wo ist er? Vor allem irgendwo im Gestein drin. Was nicht gerade sehr nett ist. Die Höhle, wie gesagt, ne, Höhle, Bären. Oder ist es sein Zuhause? Auf jeden Fall hat man hier ein schön offenes Gelände. Schön eben alles. Erstmal Fleisch. Vielleicht was wir wieder anbraten könnten, um uns zu heilen. Da hoch können wir wahrscheinlich nicht mehr. Sehr schön. Wenn wir noch nicht so viel bringen, weil wir keine Schrotflinte haben. Okay. Stirbt zumindest nach einem Schuss. Natürlich, wieder irgendwas Verlassenes. Na klar, und das irgendein Buch oder was ist das? Ein Koffer? Da müssen wir hin. Du hast ja keine Ruhe hier, ne? Das könnte halt jederzeit auftauchen. Machen wir uns da mal eine Markierung. Für jederzeit irgendwo. Die Frage ist, wenn wir hier wild erlegen, sollte es theoretisch nicht neu auftauchen, aber ich denke, wenn das vielleicht sogar noch so ist wie im ersten. Ich bin schon mal ganz froh, dass wir relativ weit damit zielen können, aber die Zweifel halt, dass das Vieh, also rein theoretisch müsste jetzt auch ja auch mal irgendwo mal ganz kurz rasten, stehen bleiben oder sonst irgendwas. Ich habe eher so das Gefühl, das ist die ganze Zeit schön auf Energy.
Wollt ihr mich verarschen? Was zum Henker und wieso? Ihr müsstet eigentlich euch gegenseitig. Zehn rohes Fleisch, um den anzulocken. Okay, wir müssen Tiere erledigen, um Fertigkeiten freizuschalten. Dann bin ich ja sehr froh, dass sie alle zu mir kommen. Okay, und so ein Bär braucht mindestens zwei Schuss. Deine maximale Ausdauerstufe wird nicht mehr eingeschränkt, sondern um 15% erhöht. Wenn du Fußabdruck oder das Blut des Gestaltwandlers untersuchst hast, kannst du die Richtung zur aktuellen Position des Gestaltwandlers dreimal länger. Ich jage ihn nicht. Ich bin Fallensteller eher. Aber gut zu wissen, so leveln wir also. Mal nichts mit Büchern kaufen. Sind noch mehr für mich hier zu, weil es Bock hat. Also ihn verstehe ich ja, aber Bären? An sich sehen die cool aus. Nicht schlecht gemacht. Grafisch. Aber das Bären so... Also eigentlich müssten die sich eher gegenseitig... Dass wir da eine Weile stehen geblieben sind. Und vielleicht, wenn wir Pech gehabt hätten, mitten irgendwo im Wald wird sich angegriffen. Und der Bär hat doch ganz schön gefressen. Wir haben die Schlange noch getötet. Und auch den einen oder anderen Punkt gegeben. Ah, ihr seid bloß Gras, okay. Gut. Eigentlich nicht gut in seine Wohnung zu gehen. Weil das hier ist definitiv seine Wohnung. Home sweet home. Oder geht er hierher zurück, um sich zu heilen? Ausfriedensbruch. Ja, ich hatte recht. Es ist seine Wohnung. Verbrechen, dann ist es definitiv wütend. Aber sowas von. Hat er wie gesagt. Hier, warum bist du jetzt mit zu suchen? Ein Film, den ich gesehen hatte, ging es halt darum, dass er anderen ein langes Leben beschert, aber nur solange sie ihm anbeten. Nur solange sie ihm menschliche Opfer bringen. Wollen wir es zerstören oder nicht? Das Zerstören ist ja definitiv noch aggressiver. Okay, mit Bedacht werden, 200 Meter. Ich würde gern speichern. Oh, das braucht sogar Zeit. Des Radius. Das können wir erhöhen. Und wir können wieder herstellen. Aber wir wollen erstmal speichern. Derzeitiger Radius, okay. Wir können 50 Gesundheit opfern. Aber erstmal hätte ich gespeichert. Okay, er ist also nicht in der Nähe. Dann würde ich dieses Totem jetzt mal zerstören. Weiß nicht, ob er dadurch aggressiver wird. Dadurch, ja, irgendwie was verliert. Ja, es kommt. Ich wusste es. Wir hätten eine Falle aufstellen sollen. Warte mal, geht das? Oder Bären locken, wenn sie in der Nähe, wenn sie in so einen Fall, dann lassen sie Blut verdienen, will ich ihn aufzuspüren. Kein Fleisch eigentlich dort reinhauen, aber okay. Dann
Okay. Nur entdeckt. Zeigt mir nicht an wo. Einfach nur entdeckt. Ne, wir haben 5 Schuss. Das ist halt auch schnell. Die Taschenlampe flackert immer noch. Und der Radio sagt an, dass er immer noch da ist. Okay. Er ist abgehauen. Kann ich die hier auch wieder... mehr Fleisch? Nein, ich will nicht mehr Fleisch hinzufügen. Okay. Wir müssen die Totems also sehr, sehr sinnvoll platzieren. Taucht der nochmal auf? Das ist zumindest das passiert, was ich ungefähr fast dachte, dass er wütend wird. Wenn wir das zerstören. Wir haben nur noch 33 Schuss. Viel Schaden haben wir jetzt auch nicht zugefügt. Da er in diese Richtung abgedampft ist, gehe ich erstmal in diese Richtung. Jetzt sollen wir ruhig erstmal ein bisschen fernbleiben. Und wir hätten das eine Kräuterleben müssen wir auf jeden Fall wieder mitnehmen. Das uns Max-Leben erhöht. Auf jeden Fall haben wir eine grobe Warnung. Deutlich nochmal mittiger irgendwo. Das ist eine positive, ich meine, sie verletzen ihn zwar nicht. Oh, wir haben Gift. Wilde Jagd. Das können wir jetzt können, aber leider gibt es keine Punkte darauf. Aber wir haben Gift. Gut, dass wir nicht mit Pfeil und Bogen jagen müssen. Na, wir sind deutlich vorbei, aber wir machen jetzt gleich wieder nach unten. Wieso kam der Schrei von da? Oh, wir können doch hier hoch. Wie schnell verdammt bist du? Oh. Wir tun uns ja auch immer ordnungsgemäß melden, wo wir sind. Wir rumschießen. Dann können wir uns ja reinpacken. Ja, können wir. Auch schön. Okay. Wir holen nochmal das Fleisch. Positiv ist, dass er mal abhaut, wenn wir ihn treffen. Oh, what? Ernsthaft? Selbst das liegt dann hier rum? Das ist mega cool. Wo ist der Kadaver? Shit. Wo ist der Tierkadaver? Warum ist er erschossen? Bin ich blind? Nochmal. Da ist er.
mit unserem aktuellen Munitionsvorrat würden wir es nicht erlegen können. Ja, ich will ihn aber noch gar nicht anlocken. Na komm schon. Gleich nachladen. Da tickt die Murmel hier rum. Also, das ist mega cool, dass selbst die Patrone dann noch durch die Gegend kullert. Aber wie gesagt, wir tun uns mit jedem Schuss natürlich auch immer wieder kräftig melden, wo wir sind. Wir haben 10 von 10 Fleisch, verstehe. Was stand da gerade? Wenn wir Rosette kann ich, aber ich kann etwas davon kochen. Okay. Müssten wir uns eigentlich genau hier eine Markierung setzen, dass hier Fleisch ist. Gelände ist zu gut. Schön offen, hochgelegen, gute Aussicht. Und unser Radar steht hier. So kommt von da Geflüster. Nein! Nein! Sie sind wieder da. Warum? Ah.